Also es ist so, wenn du nochmal draufklickst, aktualisieren sich die Baumstämme und dann nimmt der zwei von den Anlieger runter und ballert die zwei da wieder hin. Ich habe jetzt aber gedacht, dass er jetzt gerade welche benutzt, die noch nicht drauf liegen, und zwar diesen einen, der da noch unten liegt. Aber arschgefickte Hure macht er nicht. Dementsprechend muss ich da irgendwie jetzt runtergreifen. Wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Weil ich auch nichts sehe, wo ich hingreife. Muss ich das so machen? Und dann einfach auf gut Glück oder was? Was ist denn darüber? Hat er was? Oh, ich hab was. Oh, Entschuldigung, da muss ich niesen. Bin nur noch nicht ganz auf mit meiner Erkältung. Das muss ich jetzt leider nochmal neu greifen. Deswegen musste ich jetzt gerade nochmal setzen, versetzen. So, und dann haben wir alles. Drauf. Auf ich. So. Kran runter. Dann greifen. Drei Punkte. So, und jetzt ist natürlich die Sache. Hier brauchen wir bloß noch zwei Punkte. Lässt er dann diesen einen Punkt da und können wir den dann bis dahin schleppen oder wie läuft das ab? Werden wir doch mal sehen. Wir schleppen uns jetzt bis hier, dann bis hier, dann fahren wir wieder durch die Werkstatt durch, dann da lang, dann wieder an die Tankstelle ran, dann an den Umschlagspunkt, hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt will ich diesmal überlegen, ob ich vielleicht auch da oben lang fahre. Ich hatte ja bis jetzt immer diese beschissenen Probleme gehabt, dass hier dieser steinige Weg war. Durch den Wald zu eiern ist immer auch echter Bullshit. Wir machen das einmal. Wir probieren es einmal. Wir fahren dann hier oben lang. Wir setzen hier noch eine Linie und setzen da auf. Das ist zwar ein größerer Umweg, aber ich will nicht irgendwann mal da aufliegen. Achso, der macht den letzten Punkt nicht mehr. Weil wir es ein Maximum erreicht haben. Gut, dann tuckeln wir mal los, ne? Handbremse lösen. Differentialspoiler ist an. So, müssen wir wieder wenden. Kennen wir ja alle schon. So, dann müssen wir hier wieder die blöde Seilwinde benutzen. Also hochqueren tut er sich zwar, aber dauert zu lange. Oder? Ja. Glaube, wir winden uns mal hier fest. Ja, da sind wir nämlich da, wo wir sein sollen. Geht da schon mal ein bisschen flotter. So, und dann müssen wir, glaube ich, rechts, ne? Wenn wir schon richtig einscheren da, dann sage ich dir Bescheid. Jo. Ach, im Dunkeln zu fahren ist immer der letzte Rotz. Oh, die Pfütze. Die nehmen wir diesmal nicht mit. Die Pfütze nehmen wir diesmal nicht mit. So. Dann müssen wir jetzt da einbiegen. Genau, fahren dann rechts da. War das die mittlere? Müsste ach so, die ganz rechte, genau. Fahren die ganz rechte dann. Rennen in die Tankstelle, tanken das ganze Ding auf. Und tuckeln dann mal oben den Weg lang und nicht an den Strand. Ich hoffe, das läuft da besser ab.
So, da ist die Tankstelle. Moin moin. Ich möchte mal tanken. Ist das bei ihm möglich? Ich hoffe doch. Tank mal auf die Rotze hier. So. Dann müssen wir links. Machen wir jetzt immer geradeaus hier im 5. Oder. Ja, ist das so, oder? Ja, genau. Immer die Nase lang. Immer in dem Fall den Kühler lang, oder wie man das doch immer nennen möchte. So, wir fahren jetzt nur kurzzeitig an den Strand lang und dann nehmen wir mal diesmal oben den Weg. Ich hoffe, das läuft dann besser ab. So, müssen wir mal gucken. Müssen wir irgendwo da oben hoch. Gucken wir mal, ob wir das schaffen mit den Kleinen hier. Wir werden schon weggetrieben. Aber kein Problem. Wir schaffen das. Oh, oh, oh. Nicht wegrutschen hier. So, dann gucken wir mal, wie der obere Pfad ist. Bevor wir das machen, jetzt können wir ja neue Wegepunkte setzen. Jetzt haben wir wieder ein paar eingenommen. Zack. Zack. Da ist das Sägewerk. Dann wieder da rum eiern. Da oben müssen wir lang eiern. Also da und dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Da. Ach, ist genau der letzte Weg. Ach, komm, egal. Ist okay. Also es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, der Weg her. Viel besser. So, immer geradeaus. Okay. Die Strecke sieht für mich nicht geradeaus aus, aber... Du musst mich hier schon leiten, ne? Oh, den Baum haben wir ein bisschen retuschiert. Aber die Strecke sieht angenehmer aus. Die fährt sich auch viel angenehmer. Oh ja, Differentialspiel ausmachen. Ist okay. Dann können wir auch in die Automatik fahren. So, jetzt rechts. So, gucken wir mal. Yep, yes. Gib Gas, du alte Dreckschleuder. Oh, ein Schaden. Oh, 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 oh. Geben Sie Gas.